Als nächstes darf ich Adrian Sameli bitten. Er ist bei der IWF und einerseits eben als Autor, als Sponsor von dieser Studie tätig, aber gleichzeitig auch als Grafiker, als Designer. Wenn Sie sich achten, in der Studie alle diese schönen Darstellungen der Resultate wurden von ihm gestaltet und von dem auch noch vielen Dank und nochmal einen kleinen Applaus für Adrian. Unzählige Stunden damit verbracht, immer wieder neue Resultate und Erkenntnisse einzubauen. Also, jetzt aber. Ja, besten Dank für die Einführung. Es hat wirklich Spaß gemacht, die Visualisierung davon zu machen, von der Studie. Und umso mehr habe ich jetzt Freude, auch hier dabei zu sein dürfen und auch eine eigene Präsentation machen zu können. Ich bin bei der IWF AG in Liestal. Das ist eine Kommunikationsgesamtlösungsagentur. Ich präsentiere euch heute ICT-Gesamtlösungen mit Open-Source-Komponenten. Das heißt, aus unserem Umfeld, was heißt das Gesamtlösungen? Wir bieten Kommunikation aus einer Hand, Gesamtlösung aus einer Hand. Wir kommen aus einem politischen Umfeld, aus der Region Nordwestschweiz und bieten Dienstleistungen in den Bereichen IWF Police Services, Communications, Event Management und natürlich die Web Solutions, die mit Open Source am meisten zu tun hat. Gesamtlösung in unserem Kontext mit Open Source, im Open Source Umfeld, da sprechen wir vor allem von ICT, Informations- und Kommunikationstechnologie. Für uns bedeutet das, dass wir ein Projekt von A bis Z betreuen, von der ersten Beratung, Konzeption, Consulting, über die Entwicklung, agile Entwicklung, Bedürfnisaufnahme, Weiterentwicklung von bestehenden Software-Tools. Wir sprechen von Webseiten, Web-Applikationen, Web-Portalen, alles, was sich eigentlich rund ums Internet dreht. Und um das Ganze abzurunden, haben wir noch Dienstleistungen im Bereich Multimedia, damit es auch von der Kommunikation her schön nach außen wirkt und dass der Auftritt auch in allen Medien passt. Ich bin ein Web-Enthusiast, würde ich mal sagen, auch wenn ich ein bisschen jünger aussehe. Ich beschäftige mich schon seit über 15 Jahren damit, mit Internetentwicklung, Webseiten und Open Source ist für mich eine Prinzipfrage. Man kann sehr vieles mit Open Source machen, sehr vieles mit Closed Source und es macht einfach mehr Spaß, wenn man in der Community entwickeln kann und tolle Projekte damit realisieren kann. Nun aber Gesamtlösungen in unserem Umfeld. Wir treffen sehr häufig Ideen an, Visionen und diese müssen dann umgesetzt werden zu einem Mehrwert. Also damit die ICT-Lösung einen Nutzen hat oder die Open-Source-Lösung, möchten wir eigentlich die ursprüngliche Idee zu einem Mehrwert generieren. Also das Ziel, dass man dann am Schluss viele Mehrwerte hat für verschiedene Anwender, Benutzergruppen. Jetzt, eine Vision hat man eigentlich noch ziemlich schnell mal, die kann auch ziemlich schön aussehen und ja, man kann sich da alles zurechtlegen, was man gern hätte. Entweder neue Möglichkeiten oder bestehende Möglichkeiten einfach verbessern, damit man etwas optimieren oder zusammenführen kann. Nun, die Ausgangslage meistens sieht sie nicht ganz so rosig aus. Meistens sind die Bedingungen, die Voraussetzungen eher ein bisschen ja, historisch gewachsen. Es ist ein Dschungel von verschiedenen Lösungen, die im Einsatz sind. Man ist nicht so ganz klar, wer ist für was verantwortlich. Was ist jetzt genau im Einsatz, welche Lösung. Und da muss man erstmal durchblicken und sich durchkämpfen. Wenn man das gut macht, weil man mit allen Parteien zusammenarbeiten kann, wenn man Bedürfnisse sammeln kann, die verschiedenen Anspruchsgruppen, die verschiedenen Benutzer, Anwender zusammenbringen kann, an einen Tisch bringen kann, dann ist natürlich das Ergebnis, das gehoffte, das erhoffte Ergebnis, dass alle am selben Strick ziehen und nicht alle in eine andere Richtung rennen oder ziehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit man auch auf dem Weg von der Vision zum Mehrwert auch die Leute ins Boot holt mit Workshops, mit Gesprächen, mit Kommunikation vor allem.
nicht nur die Leute ins Boot holen und mit denen über die Lösung sprechen ist wichtig, sondern auch auf dem Weg immer wieder Konzeptionen machen, ob das jetzt Prototypen sind, ob das ganze Pflichtenheften, Dokumentationen sind. In diesem Beispiel hier, das ist der Schlossgarten von Versailles aus dem Jahr 1662. Das ist nicht das finale Ergebnis, sondern ein Schritt, ein Teilschritt, eine Planung auf dem Weg zum Endergebnis. Also hier sieht man ganz klar eigentlich auch agile Entwicklung, bedeutet, man kann, macht sich einen Plan, man setzt sich ein Ziel, aber auf dem Weg dorthin kann sich das Ziel auch noch verändern. Und man sollte sich ein bisschen anpassen an die Bedürfnisse, die man feststellt während der Umsetzung oder Testphasen. Wenn man von der Umsetzung spricht, benötigt man natürlich auch agile Tools, damit man agil entwickeln kann, dass man immer wieder über Testphasen oder über Zwischenergebnisse, dass man einen Schritt zurück macht, schaut, wo stehen wir jetzt heute, was sind jetzt effektiv die wirklichen Bedürfnisse und in der Umsetzung dann, dass man da flexibel ist und auch nicht einfach von Anfang an nach starren Strukturen vorgeht. Wenn das alles unterwegs so funktioniert hat, alle Schritte während der Umsetzung und auch während der Weiterentwicklung, wenn man das so gemacht hat, dann ist das Ziel danach, dass man wirklich Mehrwert auch erreichen kann. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für einen Vergleich, aber hier haben wir den Mehrwert erhalten von der ursprünglichen Vision, haben wir jetzt hier einen Platz der Ruhe, des Beisammenseins, ist jetzt keine Software an sich, sondern ein Vergleich, wie man aus der ursprünglichen Vision ohne Personen, ohne Anwender jetzt hier ein Ergebnis erzielen konnte, das ja, mindestens die Leute, die da sind, zufriedenstellt. Nun die Frage, ja, was hat das alles mit Open Source zu tun? Ich habe immer wieder ein paar Kleinigkeiten dazu erwähnt, aber jetzt die konkrete Umsetzung, wenn man all diese Teilschritte begeht und auch mit Open Source Komponenten arbeitet. Was kann man mit Open Source erreichen und für Mehrwert schaffen? Fangen wir mal beim Grundprinzip an, dass Open Source, die Quelle ist offen, jeder sieht, kann die Motorhaube aufmachen und reinschauen, was ist effektiv drin. Jeder kann da rumwuscheln und entweder Anpassungen machen, kommt ein bisschen auf die Lizenz natürlich drauf an, aber man kann mindestens reinschauen und versteht, wie es aufgebaut ist. Auch vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich gehe nicht davon aus, dass dieser Motor wirklich Open Source ist. Dennoch, Open Source Komponenten. Ich glaube, in der technischen Welt besteht sehr vieles aus einzelnen Komponenten. Ich finde es ziemlich ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man größere Projekte hat, gesamte Konzeptionen, Gesamtlösungen, dass man die einzelnen Komponenten anschaut und nach spezialisierten Komponenten suchen kann. Im Open-Source-Umfeld, da haben wir relativ viele Komponenten, die spezialisiert für etwas sind, die gut miteinander zusammen interagieren, damit man eigentlich aus einzelnen Komponenten ein Gesamtangebot, Gesamtprodukt entwickeln kann. Schon Napoleon und ich glaube auch Caesar haben das Prinzip angewendet, divide and conquer, um das ganze Land zu verteilen, damit einzelne Verantwortlichkeiten klar definiert sind, wer ist für welches Gebiet zuständig. Was gibt es denn für größere Komponenten? Ein Beispiel natürlich immer die Datenbank im Zentrum, also das bestehend aus vielen kleinen Komponenten, kleinen Einzelteilen, bauen wir dann ganze Datenbanken, das auch als Komponente im Backend, als zentrale Drehscheibe vorhanden ist. Hier das Bildnis eines Flughafens, möglichst halt nicht zu zentralistisch organisiert, aber als zentrale Drehscheibe, wo alle Interessenten andocken können, verschiedene Besucher, Anwender, Flugzeuggesellschaften, jeder kann andocken, wenn er weiß, wie die Schnittstelle funktioniert. Schnittstellen, der Austausch von Daten, von Informationen ist extrem wichtig.
Open Source, wir haben es gehört, unterstützt Standards, nicht immer ganz so gut, aber es ermöglicht eigentlich mehr Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und die gemeinsame Unterstützung von Standards. Schnittstellen, ein ganz wichtiger Punkt, dass man relativ schnell und offen Daten austauschen kann, dass man flexibel zwischen mehreren Datenbanken oder Softwaren oder über das Internet einfach Daten miteinander austauschen und zusammenarbeiten kann. Das Ganze wäre aber sinnlos ohne wirklich Oberflächen. Heute haben wir vor allem grafische Oberflächen, um mit den Computersystemen zu arbeiten. Im Idealfall hat man eine intuitive Bedienung. Hier hat man auch schöne Visualisierungen, wo man auch grafisch schnell erkennt, woran man ist, vom Horizont zum Beispiel. Das Interface vielleicht für uns Laien etwas kompliziert, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, bestimmt relativ schnell verständlich. Also das heißt, die Interaktion mit der ICT-Lösung an sich, sehr wichtig, dass wir hier gute Interfaces anbinden können, vielleicht mehrere Interfaces anbinden können über die Schnittstelle, dass man mehrere über die Datenbank, mehrere Oberflächen zusammenfügen kann. Ja, wenn man all diese Schritte macht und das auch in die ICT ummünzen kann, in die Programmierung, in die Projektführung, in die Gestaltung, dann kann man danach auch ganze Gesamtlösungen erarbeiten. In der Studie findet ihr ein Praxisbeispiel, was wir bei der IWF entwickelt haben. Und zwar ist das eine Tourismusplattform für Basel-Landtourismus. Leider noch keine Gemeinschaftslösung, aber immerhin eine Gesamtlösung mit vielen Schnittstellen und vielen verschiedenen Oberflächen, die verschiedene Benutzergruppen und Anwender zufriedenstellt und die ihnen Möglichkeiten gibt, damit sie miteinander agieren können oder dass sie ihre Arbeitsprozesse erfüllen können. Details finden Sie in der Studie, ich glaube auf Seite 43. Könnt ihr da nachlesen. Und auch natürlich das Dienstleisterporträt findet ihr in der Studie. Ich habe bewusst ein bisschen darauf verzichtet, viel über uns zu erzählen. Das kann man gerne nachlesen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.